Ja, ich denke, dass Spiele halt einfach ein Teil unserer Kultur geworden sind und es ist auf jeden Fall ein wachsender Teil. Ja, der mittlerweile eben auch nicht mehr wegzudenken ist. Also es ist halt ein Medium, das sehr viele, sehr unterschiedliche Dinge leisten kann. Und dass zum Beispiel Sportarten oder eben andere Gesellschaftsspiele, dass das halt eben ein Teil der Kultur ist, das war ja halt auch schon immer so. Also ich meine, jetzt denkt man halt irgendwie ein paar zig Jahre zurück an verrauchte Skattische oder so. Das ist natürlich auch Kultur, aber solche Spiele gibt es natürlich auch in digitaler Form und sind halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil von einem Medium, das halt so heterogen ist und so divers. Also eigentlich viel unterschiedlichere ja, Submedien sozusagen hervorbringt als halt ein anderer Medienbereich wie Print zum Beispiel. Da hast du ja auch deine IKEA-Gebrauchsanleitung und dein Sudoku-Heft und deinen Roman eben. Und so kann ich halt immer nicht oft genug betonen, dass eben auch der Bereich Spiel sehr unterschiedlich ist. Es gibt halt Spiele, die sind halt eher Sportarten. Da gibt es ja mittlerweile eben auch halt sehr, sehr, sehr große E-Sport-Veranstaltungen, wo halt Mannschaften gegeneinander antreten oder eben auch Einzelspieler, die halt um sehr vergleichbare Preisgelder wie in anderen Sportarten auch kämpfen. Aber es gibt eben auch, und das ist halt mein Bereich, es gibt halt eben auch literarische Spiele. Und ich zum Beispiel empfinde mich mehr als Spieleautor, denn als Game Designer. Wobei das natürlich ineinander greift. Das ist eben auch das Spannende an dem Medium, dass es halt Sachen kann, die andere Medien eben nicht können. Also auch und insbesondere eben im erzählerischen Bereich kann es halt ganz neue Effekte erzielen. Es ist halt großes Neuland. Und das ist natürlich ein irrsinniger Beitrag für die Kultur, wenn es einem gelingt, halt einen dramaturgischen Effekt zu erzielen mit diesem Medium, der so im Film oder im Buch eben nicht möglich ist. Ganz einfach, weil der Spieler halt eine viel direktere Kontrolle über den Protagonisten hat und eben sein Geschick auch irgendwo steuert und seine Entscheidungen irgendwo auch mitträgt und sei es eben nur, wenn es eine Illusion ist und es schon vom Game Designer halt vorgeplant ist. Aber da kommen ganz spannende Effekte zustande und wir stehen halt gerade erst am Anfang davon halt eben die vielen Wege zu entdecken, wie wir das Spiel noch für uns nutzen können. Und das ist natürlich ein riesiger kultureller Beitrag. Ich habe ja schon gesagt, dass ich hauptsächlich erzählerische Spiele mache. Da kommt es einfach nur darauf an, Emotionen zu erzeugen und eben auch mit den Emotionen des Spielers zu spielen wiederum, der dann wiederum mit dem Spiel spielt. Was halt eine schöne Art der Kommunikation ist, was man halt eben sonst in kaum einem anderen Medium hat. Und für mich ist ein Spiel gelungen, wenn der Spieler mitgenommen wird, wenn er halt irgendwie mit dem Helden mitleidet, wenn er vielleicht sogar am Ende weint, was ich halt auch häufiger gehört habe bei unseren Spielen, dass die Leute sich halt so stark damit identifizieren, dass sie halt regelrecht halt irgendwie, dass sich da Schleusen öffnen. Aber alle möglichen anderen Emotionen sind natürlich auch wichtig. Und als Spieler zum Beispiel, ja, habe ich natürlich halt ist mir natürlich sehr wichtig, dass man Spiele halt irgendwie auch mal, dass ich auch mal ein Spiel spiele, das halt irgendwie sehr viel Adrenalin erzeugt. Aber Spiele können halt eben auch Ruhe erzeugen oder können halt eben alle möglichen Emotionen transportieren. Das ist spannend, was ich als meine Aufgabe als Game Designer und als eben Game Designer auch von erzählerischen Spielen ansehe, ist eben auch mal über den Horizont von diesen Adrenalinspielen, was halt eine sehr mit Spielen sehr schnell zu erzeugende emotionale Regung ist, halt rüber zu gucken und zu gucken, was kann ich denn noch alles interaktiv erzeugen. Also natürlich können Spiele Geschichten erzählen. Aber das Ganze interaktiv zu machen und halt interaktiv halt sich, weiß nicht, in einen Spielcharakter zu verlieben oder halt irgendwie sich um einen Spielcharakter zu trauern, wie man eben auch sich in Romanfiguren verliebt oder um sie trauert, wenn ihnen was Schlimmes widerfährt. Das sehe ich als eine Herausforderung. Da sind halt sehr viele Wege noch nicht gegangen und es ist dramaturgisches Neuland quasi. Und das
das macht natürlich Spaß, dass ich halt in diesen Anfängen quasi mitarbeiten kann und halt Sachen machen kann, die ich halt zum Beispiel persönlich noch nie in anderen Spielen gesehen habe, wo ich halt quasi mein kleines Fähnchen irgendwo auf diesem neuen Kontinent stecken kann und sagen kann, ja, das... das Poké, das hast du jetzt halt irgendwie als Erste erobert. So. Und das, das merkt man halt auch in der Independent-Szene, dass da halt immer mehr Leute aus dem Boden sprießen, die ganz, ganz neue, abgefahrene Ideen haben und sich halt kreativ einbringen wollen und Sachen ausprobieren wollen. Das ist, wenn das halt nicht ein Festival wert ist. Ja, ich finde erstmal ganz, ganz besonders an der Play 15, dass es halt schon einfach sich anfühlt wie etwas kulturell Wertvolles. Das, man hat halt einfach das Gefühl, es sind sehr viele junge, kreative Leute, die halt hier herkommen, sich Sachen angucken oder eben auch Sachen zeigen. Dass da einfach ein sehr, sehr frischer Wind durchweht und dass es eben nicht einfach nur eine Daddel-Veranstaltung sozusagen ist, wo das Spiel als reiner Zeittotschläger, was es ja sicherlich auch hier und da sein kann, auch gar nicht negativ gemeint, macht man ja auch mit anderen Sachen. Beispiel wieder das Sudoku-Heft zum Beispiel, sondern eben, dass da sehr viele kreative Leute unterwegs sind mit sehr vielen spannenden neuen Ideen und neuen Impulsen und dass sich darüber ausgetauscht wird und dass da eben auch Sachen gezeigt werden. Und so habe ich den Eindruck von der Play eben, dass es halt diesen Geist schon transportiert. Und das Spiel für mich ist halt die erste Play. Ich war in den Jahren vorher, man kommt ja, wenn man selbst in der Branche ist, kommt man ja zu nichts. Ist halt sehr arbeitsam. Aber ich bin sehr froh, hier zu sein und halt schon irgendwie so dieser erste Wind, der mir entgegenweht, der hat was Frisches, was Schönes. Und es ist besonders schön, dass es in Hamburg ist, weil man sonst immer für Veranstaltungen in der Games-Branche halt dann doch weit reisen muss und meistens sind solche Festivals halt eher dann in Verbindung mit anderen Festivals, so als ne, gerade so Indie-Sachen, eher so im Randbereich. Nee, ich fühle mich hier sehr wohl.